Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Im Moment noch zwei, aber wir switchen gleich zu eins rüber, denn wir wollen in der Bauarbeiterbase was machen, aber ich will euch das nicht vorenthalten. Ich bin mit dem Chief ja auch immer noch in den CKs hier unterwegs und habe mir hier heute mal live eine Nummer rausgesucht, denn ich habe so ein bisschen mitbekommen, live, da steht ihr drauf, da stehe ich auch drauf, keine Frage. Und deswegen habe ich mir gedacht, haust du mal hier einen Angriff live rauf, mal schauen, ob es was wird. Hop oder top, oder wie heißt es da immer so schön von mir, no risk, no fun. Die Base habe ich mir gedacht, schnappe ich mir mal. Und zwar habe ich mir gedacht, ich komme unten über die Doppelkanone hier in die Base rein. Das heißt, ich locke die Clanburg-Truppen und wir gucken hier live rein. Ich habe überall grüne Haken drin. Dann schauen wir mal, ob das was wird oder nichts wird. Es ist ja auch immer so ein bisschen mal gucken, ob wir die Clanburg gelockt bekommen. Ja, wir bekommen die Clanburg gelockt. Dann hauen wir hier am Ende mal einen Bogi rein. Ich hoffe nicht, dass der die Hütte jetzt zu schnell wegmacht. Denn ich würde natürlich gerne über die Seite der Doppelkanone bzw. des Kings hier in diese Base reinkommen. Und zwar genau da und da. So. So, ich muss mal eben so ein bisschen abwarten, bis der Drachen und der Loon hier fällt. Dann kann ich auch meine Mauerbrecher hier, denke ich mal, setzen. Mal gucken, ob ich die hier in der Mitte durchkriege. Ja, da ist keine Bombe. Das sieht gut aus. Bowler hinterher, Chefkoch hinterher und noch ein, zwei Magier. Und dann geht das hier jetzt erstmal in die Base rein. Oh, die ist schön offen. Oh, die ist schön offen. Das sieht richtig gut aus. Mauerbrecher sind richtig gut durchgegangen. Gucken wir mal. Bowler packt noch gut am Werk. King, ich habe noch alle Zeit der Welt hier für meine Hogs. Aber ich denke mal, wir können hier jetzt schon mal so ein paar reinziehen. Wir schauen mal, wo die hier hinreiten. Wir ziehen hier die restlichen nach. Es ist einfach so. Aber ich lasse mir hier jetzt noch mal den Heil frei. So, ja, die hopsen gut durch hier. Hier hinten clean up. King nicht vergessen. King auf jeden Fall nicht vergessen. Das ist schon mal ganz gut. Mal schauen, wie weit die Hogs hier kommen. Hier auch noch unseren Clean-Up-Bogi. Und, oh, da lebt ja gar nichts mehr. Oh, meine Hogs auch nicht. Eieiei. Wo sind denn meine Hogs hier? Alter, was war das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott. Alle meine Hogs sind ja irgendwie gestorben. Und der war ja wirklich mal... Oh, der war ja wirklich super schlecht. Naja, den muss ich jetzt leider auslaufen lassen. Und toller Start hier für so eine Folge. Mann. Ey, das muss ich mir noch mal in der Wiederholung angucken. Wo denn hier meine ganzen Hogs gestorben sind. Das ist ja echt kacke. Mann, ey. Oh, ich war mir so sicher, dass ich die auf 3 schaffe. Aber ist nicht so. Deswegen die beiden Magier hier noch so ein bisschen in Heilung. Damit die noch den... Na, schaffen die den Magierturm noch? Na, oh, der Heil läuft schon aus. Viel zu früh geworfen. Mist. Mist, Mann. Scheißangriff. Ah, doof. Ach, das war doof. Aber egal. Kannst du nichts machen. Und waren erstmal 2. Da muss ich auch mal schauen, wo meine Hogs alle gestorben sind. Und wir switchen aber jetzt rüber zum Toto-Account. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe es gerade gesehen, wo meine Hogs alle hin sind. Ich habe die Heilzauber viel zu blöde geworfen und viel zu spät vor allen Dingen geworfen. Ja, kann man nichts machen. Ist halt so, dafür ist es hier ein Spiel. Und man hat immer nur ein Leben. Also ich sage ja immer, habe ich ja eben schon gesagt, no risk, no fun. Und ich gebe hier letztendlich immer alles. Ja, vor allen Dingen, wenn ich hier auf 2 die Weißes wechsle. Ja, das ist ja ganz, ganz toll, Thorsten. Also müssen wir hier wieder runter. Dann müssen wir das einmal schließen. Jetzt sind wir aber dabei. Und wir befinden uns in der Bilder Hall oder Meisterhütten 4 Base. Ich bin maxed out und habe ja im Thumbnail die Frage gestellt, starten oder nicht starten. Ja,
Ah, das verlockt natürlich. Ich habe volles Gold hier. Ich muss nur noch ein paar Forschungen machen. Die könnten auch noch ein bisschen laufen. Aber ich denke mal, nee, wir machen es nicht. Wir machen es nicht. Was ich damit sagen will, wir hauen hier die Mauerbrecher, heißen sie, glaube ich, oder die Bomber, auf Level 7. Das dauert jetzt einen Tag. Und weil wir jetzt volles Gold haben und vor allen Dingen vermutlich gleich nach dem Kampf vielleicht sogar zwei Mauern machen können, würde ich sagen, wir verbessern hier mal Mauern. Ja, Alter, ist das krass. Sehen die gut aus, die Mauern? Also die gefallen mir richtig gut hier, muss ich sagen. Und wir gehen dann aktuell, ich denke mal, ich habe auch genug Gold, ja. Mal sehen, ob wir nicht eine zweite schaffen. Ja, der ist ja leider so ein bisschen abgespeckt worden hier, deswegen können wir ihn einfach mal anwerfen. Und ich habe wirklich nur noch zwei Sachen abzudaten, nämlich das Bilderhall und die Gemmine. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch die Gemmine macht oder nicht. Ich würde aber trotzdem erstmal sagen, wir gucken mal, ob wir nicht noch einen Kampf finden, dass wir hier unser Lager voll kriegen, beziehungsweise dass wir noch eine Mauer machen können. So, aktuell immer noch diese Armee hier am Start, auch wenn ich hier jetzt mal, ah doch, das ist auch wieder ein BH5. Ah, der hat die La jetzt da. Und, nee, wo hat er denn seine Lars stehen? Ach, da hinten. Eine hinterm Rathaus und eine vorm Rathaus. Okay. Dann sterben wir hier, denke ich mal, den Tod hier, dass wir hier am Rathaus reingehen, beziehungsweise wir gehen direkt davor mal rein mit unserem Babydrachen. Ich weiß nicht, gegen BH5 ist das im Moment noch, glaube ich, das Richtige hier so vorzugehen, dass man wenigstens irgendwo so ein bisschen was holt. Und die Base hier scheint mir ja schon echt nicht schlecht zu sein. Die ist schon wirklich, wirklich stark. Da holen wir echt nicht viel Prozente. Und mal gucken, dass das hier noch in der Mitte so ein bisschen was wird mit den beiden Babydrachen. Aber, na komm, der geht jetzt auf die La drauf. Aber die hintere La schießt natürlich 42%. Mal sehen, ob da hinten noch was geht. 46%, okay. Das ist echt nicht viel, denn die werden mich in jedem Fall... Oh, wir können mal live reingucken. Oh, endlich kriegen wir einen Live-Kampf rein. In meiner letzten Folge habe ich das ja nicht gesehen. Und wir sehen, dass der Gegner 70% geschafft hat. Okay, da können wir gleich wieder rausgehen. Alles klar. Das wird also nichts. Aber eigentlich ist mein Kriegslog nicht schlecht. Ihr seht das hier. Ich muss mich immer gegen BH5 noch wehren hier. Und schaffe das eigentlich ganz gut. Ja. Das Problem ist nur, ich muss natürlich auch gegen die BH5er hier irgendetwas bringen. Und das ist noch ein BH4. Auch schon ziemlich weit hinten steht die... Schaffen wir das? Ob wir das packen können, die La wegmachen und die Airbomb, dann haben wir die Base fast im Sack. Wir schauen mal. Das mache ich aber... Ich kann das noch nicht mit der Lakaien-Kombi machen. Das teste ich ja gerade so ein bisschen auf einem anderen Account. Aber der erste Lucky, das erste Baby hier geht jetzt auf die La hier. Ja, jetzt ist sie weg. Oh, das ist klasse, dass die schon mal weg ist. Und wir gucken uns mal die nächsten an hier. Oh, das ruckelt so ein bisschen, sehe ich gerade. Das ist natürlich doof, aber kriegen wir nicht. Mist. Die Bogenschützentürme sind, denke ich mal, dann an der Stelle doch ein bisschen zu stark. Das muss ich mir mal merken. Aber wir kriegen hier den Flasher jetzt noch weg. Wir kriegen die Airbomb noch. Aber mal gucken, ob wir auch noch das Townhawk kriegen. Wir haben hier unten ja auch noch einen Drachen am Start, sehe ich jetzt gerade. Und wir kriegen die Meisterhütte. Ja, wir kriegen die Meisterhütte. Ey, das wäre super, wenn wir jetzt auch noch den Bogenschützenturm kriegen, denn der ist voll in Wut hier. Na komm, ja, geschafft. Aber Leute, das freut mich echt so. Mann, ey, war das wieder so knapp hier. Aber ich denke mal, die 100% tun uns richtig gut an der Stelle. Und das allerdings noch ein BA4, aber der BA4 muss auch erstmal 100% bei mir schaffen. Ja, gucken wir mal, ob das ein Draw wird oder ein Win. Und, ja, wir haben gewonnen. Super, 27%. Alter, was hat der denn gemacht? Die Def muss ich mir mal anschauen. Was hat der denn gemacht? Okay, er kommt hier unten mit Riesen rein. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, ich habe noch meine nicht richtige Base drin, sehe ich gerade. Denn das ist die mit den vielen Fallen von den Crasher. Denn eigentlich da, wo der Wachposten steht, ist meine Riesenbombe. Habe ich noch gar nicht gewechselt. Ah, jetzt
Okay, der Crusher. Oh, der Crusher. Den habe ich ja als letztes abgedatet. Alter, der haut ja rein. Donnerwetter. Donnerwetter, der schlägt ja mal richtig zu hier. Und ja, super verteidigt. 27% nur. Mann. Dies Mann, das hört er ja relativ häufig von mir, aber ich freue mich dann einfach so. Und ihr seht, ich habe überhaupt keinen Kampf jetzt mehr frei. Aber wir können noch eine Mauer machen. Ah, das finde ich richtig gut. Wir machen Mauern hier. Wir machen diese Base hier maxed out. Und sind noch voll im Boost. Da machen wir doch gleich weiter. Keine Frage hier. Das läuft in jedem Fall. Und jetzt muss ich hier mal eben schauen. Oh, eine La vor dem Bilderhall und eine dahinter. Das ist immer sehr, sehr schwer. Und vor allen Dingen hier noch recht zentral diese Luftbomben. Deswegen glaube ich, dass es von hier aus reinzugehen jetzt gerade mal der bessere Weg ist. So lenken wir schon mal so ein bisschen die La wenigstens ab, aber da kommen schon die ersten Bomben raus. Und da müssen wir gucken, dass wir hier hinterher setzen, dass wir die La erwischen. Wir müssen an der Stelle die La erwischen. Ich nehme diesen jetzt mal mit hier. Das war doof von mir gesetzt. Denn das dicke Lager hier, das frisst natürlich richtig, richtig Kapazität hier von meinen Babydrachen. Aber kriegen wir es jetzt? Mal gucken, ob wir das... kriegen wir immer noch nicht. Okay, da müssen wir hier noch einmal ran. Die muss weg und jetzt aufs Rathaus. Komm. Ah ne, die gehen aufs Lager. Mist. Ihr solltet aufs Rathaus gehen, Mann. Nicht auf das Lager, aufs Rathaus. Das Rathaus ist rechts daneben, aber wir haben die 52%. Okay. Ah, das ist immer so spannend hier. Ich habe diese Base am Anfang echt nicht gemocht, muss ich sagen. Und mittlerweile ist es mir, ja, ich will nicht sagen ans Herz gewachsen, aber hier haben wir mal richtig Packung gekriegt. Level 1 Helden und 8er, 9er Bogenschützin. Okay, das können wir uns gefallen lassen. Ich bin ja auch für jede Niederlage, denke ich mal, immer noch gut zu haben. Und hier haben wir noch ein BH4. Aber nach wie vor, denke ich mal, sind die Babys hier. Es ist einfach, glaube ich, die beste Wahl zur Zeit. So, jetzt lenken wir die Luftabwehr mal ab, dass unsere Babys hier schön den Weg in die Mitte finden können. Schauen wir mal, hier hinten nehmen wir noch ein paar Gebäude mit. Denn die haben richtig, die kosten richtig was, also, oder die bringen richtig Prozente an der Stelle. Und gucken wir mal, der geht jetzt auf den Bogenschützenturm. Dass der nicht gleich auch die La mitbekommt. Der wird jetzt auch sterben, aber der Crusher, der hat auch richtig Healpoints an der Stelle. Und aber wir haben da noch einen Drachen. Der wird jetzt leider sterben und wir haben die Luftabwehr immer noch nicht. Wir haben immer noch nicht die Luftabwehr. Das ist echt der Hammer. Aber jetzt kriegen wir sie natürlich. Müssen jetzt noch unbedingt den Tesla schaffen. Schaffen wir den Tesla noch? Den Tesla schaffen wir auch noch. 56%. Okay. Jetzt erwischt uns die Luftmine hier. Oh, mal schauen. Mal gucken, wie weit wir an der Stelle gekommen sind. Wir können wieder... brauchen wir gar nicht live reingucken. Wir haben verloren. Mist. Okay. Unser Boost ist rum. Wir sind bei 1896. Sind aber gut, glaube ich, hier im Update drin. Haben jetzt noch... der Boost ist auch rum. Okay, der geht jetzt auch nicht mehr so lange hier. Naja, ich bin hier noch im zweiten Clan im Moment. Ihr seht das. Hier wird ja aktuell CK gespielt. Da zeige ich auch wieder ein paar Angriffe, aber es ging mir heute eigentlich tatsächlich um die Frage, machen wir das Update oder nicht, aber ich denke mal, ich mache es erstmal nicht. Ich level noch meine Truppen durch. Man kann auch durchrechnen, wie lange das jetzt noch dauern. Die brauchen einen Tag auf 7, dann 2 Tage auf 8 und danach muss ich noch komplett meine Mega-Mutanten, heißen die, glaube ich, Mega-Lakaien oder Mutanten-Lakaien leveln und die dauern auch nochmal 3 Tage, also nochmal locker 6 Tage hier zur Mauer machen. Das Elex läuft uns da nicht über an der Zeit, aber wir haben es, denke ich mal, immer fürs nächste Upgrade parat und ich denke mal, wir werden hier maxed out. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, hätte ich das lieber sein lassen sollen und vielleicht doch direkt das Town noch machen sollen, aber ich muss sagen, ich finde die Mauern wirklich, wirklich schick schon, denn später werde ich eine geschlossene Base haben und muss später auch gegen den Helden ankämpfen. Deswegen habe ich mir gedacht, hause die Mauern. Du machst die Mauern einfach hier, denn je schwerer es die Truppen haben, hier vor allen Dingen durch Mauern durchzukommen, desto schwerer haben sie es auch an mein
Town Hall bzw. an die Meisterhütte zu kommen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, am Ende einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in dieser Woche in weiteren Folgen Clash of Clans mit mir, dem Toto.